Leben annehmen. So heißt eine Ausstellung zum Thema Suizid, die nach den Herbstferien im Oktober in der Stadtkirche Mitte in Solingen gezeigt wird. Leben annehmen. Und das An ist in Klammern oder farblich abgesetzt, sodass wir lesen können, Leben nehmen und Leben annehmen. Eindeutig aussprechen kann ich das nicht. Genau so, wie wir, wenn es um Suizid geht, oft nicht eindeutig aussprechen können, was uns auf der Seele liegt oder durch den Kopf geht. Wir schweigen, stammeln und stottern und die Worte, die wir finden, fühlen sich manchmal falsch oder zu schwach an. Mein Cousin hat sich das Leben genommen. Eine Jugendfreundin hat sich suizidiert. Mein Opa möchte Hilfe dabei, von eigener Hand sterben zu können. Meine Schwester ist suizidal. Wir wissen nicht genau, was in Menschen vorgeht, die das Leben nicht mehr ertragen. Auch wenn es uns selbst so geht oder mal so gegangen ist. Manchmal haben wir eine Ahnung, manchmal trifft es uns aus heiterem Himmel. Wir wissen nicht mal, was in uns selbst vorgeht, wenn wir verwaist zurückbleiben. Trauer, Wut, Schuld, Hilflosigkeit, Glaubenszweifel. Wahrscheinlich alles durcheinander. Oft bleiben wir damit allein, werden einsam. Als Angehörige eines Menschen, der sich suizidiert hat, als Überlebende eines Suizidversuches, als von suizidalen Krisen mit Betroffene. Die Kirche war oft nicht an der Seite derer, die ihren Beistand brauchen in so einer Situation. Zu Unrecht. Mir tut das sehr leid. Mit der Ausstellung Leben annehmen laden wir als evangelische Kirche in Solingen ausdrücklich ein, mit der Einsamkeit, den verwirrten Gefühlen und den uneindeutigen Worten zu uns zu kommen. In unsere Kirchen, zu den offenen Ohren unserer Mitarbeitenden. Wir haben als Kirche dazugelernt und sagen heute, Gottes Ja steht über jedem Leben. Und wir versuchen, dieses Ja so wirksam wie möglich zu machen. Es gibt ein Recht auf Leben, aber keine Pflicht zu leben. Gottes Ja gilt auch, wenn wir verzweifeln und uns das Leben nehmen. Gott hat versprochen, gerade bei den Verzweifelten mit Gnade und Barmherzigkeit zu sein. Und wo Gott gnädig ist, werden wir Christenmenschen nicht richten. Gottes Ja zum Leben führt Kirchenmenschen an die Seite derer, die des Lebens müde sind. Niemand muss dann allein sein, niemand muss die schwierigen Entscheidungen, die dann anstehen, allein treffen. Christenmenschen gehen mit durch dick und dünn, auch an den Grenzen des Lebens. Und wenn einer oder eine an die Grenzen der eigenen Kraft kommt, findet sich unter uns eine andere Weggefährtin, ein anderer Weggefährte. Sprechen Sie uns an. Kommen Sie vorbei, sich die Ausstellung anzusehen oder besuchen Sie unsere Veranstaltungen. Alle Einzelheiten auf klingenkirche.de. Bleiben Sie behütet. Ihre Ilka Werner.